Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Novel, heute mit Saya no Uta. Ja, heute wird es mal wieder richtig kontrovers bei den Gaming Dudes. Ja. Also bis sich die Balken biegen. Ich hoffe, es wird da keine Probleme mit YouTube geben, weil Saya no Uta, also Saya Song im Englischen. Oder für uns, ist für die nicht mal gesagt. Ja, recht kontroverses Spiel. Darf ich nicht erst mal zu Ende reden? Erst wenn ich zu Ende geredet habe. Na gut. Für die, die nicht mal des Englischen mächtig sind, Saya Song. Ein Lied für die nette Saya. Ja. Schon der Name Saya an sich ist ja schon sehr kontrovers, wenn genau. Man jetzt mal... Saya heißt übrigens ins Deutsche übersetzt Schwertscheide, wollte ich nur mal so einwerfen. Also. Ja. Wir kennen viele Sayas und wir wissen auch, dass die meistens sehr komisch sind. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass euch das Ganze gefallen wird. Ich hoffe, du hast die Lautstärke jetzt runtergedreht, weil ich glaube, sonst werden uns gleich die Ohren platzen. Ja, wir haben natürlich schon mal kurz reingeguckt. Wir hier gehen ja nicht unvorbereitet an die ganze Sache ran. Also das war bei Dingens aber schon so. Ja, na gut, man muss ja immer mal gucken. Und ich drücke jetzt, glaube ich, einfach mal auf Start. This story is a work of fiction. The medical procedures and conditions describe the... Also sagen wir es mal so, das Ganze wird wahrscheinlich nicht in echt funktionieren. Warum ist das so schnell? Yeah. Warum ist das so schnell? Ich habe nichts gedrückt. Hast du auf Auto? Ich hab hier nicht auf Auto. Zurück können wir auch nicht. Sehr gut. Oh mein Gott. Du kannst sehr gut spoilern, mein Freund. Sehr gut. Toll. Return to Title. Spoiler. Und die erste Zensur auch noch gleich. Wir müssen unsere Zensurabteilung wieder erledigen. Ja, also das Ganze ist ein bisschen kontrovers. Haben wir das schon erwähnt? Habe ich das schon erwähnt? Ne, du solltest erstmal erwähnen, dass du keine Ahnung hast, wie man mit diesem... Zeug umgeht, offensichtlich. Gibt es hier eine Bedienungsanleitung? Also, Textspeed, blablabla. Vor allem diese eindeutige Beschriftung, also lese ich da etwas von Sprache? Ja, warte mal, da war ich nochmal zurück. Eins zurück. Da, Auto-Scroll Unvoiced Text. Ich glaube, das mal ausmachen, oder? Und guck mal, wie hoch das eingestellt ist. Auto-Scrolling ist hier schon mal aus. Text Speed, bisschen slower können wir das schon mal machen. Ja, ne? Okay. Versuchen wir nochmal unser Glück. Describe all imaginary and completely unrelated to actual medicine. Ja, also. Gut, das ist normal, dass es so schnell weggeht, wahrscheinlich. Vermutlich, ja. Wie gesagt, das Ganze wird wohl im echten Leben nicht funktionieren. Das ist doch schon ein bisschen lax. Na gut, aber wir können es lesen. Many grotesque images appear in this work. If you find. Langsamer! Naja, also auf jeden Fall, der Sinn ist klar. Also es wird sehr viele groteske Sachen in diesem Kunstwerk von Spiel, von Visual Novel geben. Und das Spiel fragt uns jetzt sozusagen, ob wir diese grauenhaften Bilder denn sehen wollen. Und natürlich wollen wir die sehen. Do not modify grotesque images. Was auch Default ist. Los geht's. Ja, wen sprichst eigentlich du? Also ich denke mal, ich bin wieder der Hauptcharakter, oder? Und ich nehme alles andere, was so auf mich zukommt. Also? Außer? Wie heißt außer? Du? Außer alle die, wenn ich jetzt noch wüsste, wie sie aus dem ersten Teil, wie aus unserem ersten Level heißt. Meinst du die männlichen Nebencharaktere? Nein. Unsere stumme Freundin. Ach so, tja, Shizune meinst du? Genau. Also, falls wir wieder jemanden dabei haben, dann ist das natürlich mein Job. Also. Also jeder, der stumm ist oder Shizune heißt, das bist du automatisch. Genau. Oder auch nicht. Also, ich bin mal gespannt, wie du das da liest. H, Raute Y. Die konnten einfach nicht H&M schreiben, weißt du. Okay, wir lesen das aus. Das war schlecht. Du warst so schlecht. Du kannst ruhig weiterlesen. Das bist du, oder? Das bist eigentlich... Nee, guck doch. Ja doch, das bin ich ja. Das ist ja hier... Sein Gedanke. The Wriggling Lump of Flesh Bubbles. Das hört sich echt böse an. Ist das eine Telefonnummer? Call me! And call me maybe. Three such creatures are sitting around the table in front of me. Slurping filthy sludge from their cups as... Oh, das ist ja toll da mit dem Buchstaben. As they trade vines, scrolls and sounds that I can hardly describe. Also.
Mal los, lies. Ich glaube, so schlimm kann deine Stimme noch nicht mal sein. Ja, Facebook-Suchtis und so, weißt du? Oder SMS-Suchtis. Die schreiben dann halt alles so mit Abkürzung. Ja. By listening carefully, I'm able to grasp the gist of their conversation. This allows me to barely avoid losing their suspicion. Also die englischen Übersetzer haben dann ganz Scheiß gemacht, sehe ich gerade. Naja, nicht unbedingt an der Übersetzung, aber vielleicht in der Anpassung, weißt du? Ja, die Anpassung ist ein bisschen... Wenn du das damit meinst, ja. Na gut, aber ich glaube, wir können froh sein, dass es überhaupt jemand auf Englisch übersetzt hat. Also, damit ja, wir hätten es zwar auch hier auf Japanisch machen können, aber ihr versteht ja dann kein Wort, also... Genauso wie wir dann kein Wort verstehen. Nicht kein Wort, aber wahrscheinlich nicht so viel. Ja. Und wir werden wahrscheinlich auch nichts davon lesen Das können. Spiel ist übrigens auch dafür berühmt, eine sehr gute Story zu haben, was auch eigentlich der Grund ist, warum wir das gerade spielen. Ach so, außerdem ist es von den Entwicklern Nitro Plus. Genau. Und die haben andere berühmte Spiele wie Steins Gate entwickelt. Genau. Für die, die irgendwas sagen sollten. Für die, die sich in diesem Bereich auskennen. Genau. Mhm. Noch dazu ist es eines der frühen Werke von Gen Urobuchi. Der hat dann später hat er dann hier Mao Jojo und Madoka Magica, glaube ich, gemacht. Ja. Oder war das der Kara no Kyokai, Mann? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ja, das ist ich will nichts Falsches sagen. Na gut. I can stay out of it, as long as they are just talking among themselves, but I can't ignore them if they speak to me, however they may look. They are my friends, apparently. Okay, seine Kumpels sozusagen. Ah, das sind wir wohl. I want to deny it, of course, but I gave up on a long time ago. Each night I went to sleep, wishing that... Okay, die Geschwindigkeit ist eindeutig zu langsam. Each night I went to sleeping, wishing that this would turn out to be a nightmare. Und ich gehe jetzt nochmal kurz in die Settings. Das ist ja richtig fein, dass wir das einfach so einstellen können. Yet each morning I awoke to find that the world was just a horrible wrapped as it was the day before. I have to live by blending in, by acting like one of them, just as I have done these past 3 months. I will continue to do for the rest of my life. Die Frage ist halt, wie ist es dazu gekommen? Genau. Na gut, ich könnte dir das jetzt erzählen, weil ich mir das vorher immer durchgelegt habe. Aber nein, ich will das jetzt nicht, weil das Spiel das sicherlich noch nicht kann. Oh, wieder mal ein paar tolle Gesprächspunkte. Judging by its tone, this one must be Koji, and the one next to him, squealing more than the others, is probably Umi. Which means that the one next to me must be Yo. Thought I can no longer see any trace of her once refined features. I try my best to ignore the rotten stench of the excrement that issues from her quivering flesh. Der ist yum, ja, yum, steckt yum. Der richtig in der Scheiße, sag ich mal. Wortwörtlich. Ja. Vor allem ist das natürlich scheiße, dass er kein Wort versteht. Wie kann er überhaupt dann so leben? Everything has changed completely. My everything appears different to me. My relationship to the world alone is the same. These creatures were part of the same college club as me. And we used to be pretty good friends. We even went skiing every winter break. Now these are but... Was? Now these are but fond memories of days that will never return. If only everyone, including my friends, had forgotten about me, I might have been able to disconnect myself from the world. It would have been comforting in comparison to believe that I had been abducted by aliens and taken to a different planet or something. However, this is definitely Japan on the planet Earth, and this is the city where I was born and raised, the society that I was a part of for 20 odd years, but I and I alone can no longer see it that way. I no longer recognize the world. I have no place to call home. Muss mal diesen Mauszeiger mal ein bisschen gut halten. Das ist, glaube ich, ein bisschen gut, wenn der hier so rumfuchtelt. So wie du es gerade tust. Ja, genau so. Vielleicht ist das auch ein Cheatcode, weißt du? Cheaten in
irgendeinem Spiel, was... Ja, but just when. Hey, Fuminori, das sollte ich wahrscheinlich eher vorlesen. Ja, wahrscheinlich, oder? Naja, er zitiert den Typen sozusagen. Guck mal, er sagt ja dann, one of the flash alarm says, as it swirls, ja, gut, its bloodshot eyes toward. Liest du noch weiter vor? Ja, ich glaube, das macht jetzt ein bisschen mehr Sinn, wenn ich das hier vorlese. Oh, er hat gerade geredet. About what? Vielleicht ist die Stimme auch mal ein bisschen anders einstellen. Also vor allem lauter. Genau. BGM ist hier Musik und SE sind, glaube ich, mal die Soundeffekte. Ja, sehr gut kombiniert, Watson. Würde ich jetzt mal so sagen. I desperately try to suppress my laughing and behave normally, but my hoarse voice weans at him. We're talking about this year's skiing trip. You're coming too, right? Das hättest du jetzt, glaube ich, wirklich vorstellen. Das Spiel ist ein bisschen komisch. A slimy horn near the top of the creature, which is nauseatingly as it vomits some semblance of words. Ah, so that must be Koji's head, face and mouth, or rather what I would have seen as such 3 months ago. I don't know. Unable to bring myself to look at it, I avert my eyes and give a neutral answer. You have other plans? Yeah, not really. Koji was one of my best friends, as was everyone else here. They were all precious to me, and one of them had even desired to be more than just friends. How many nights have I spent crying in loneliness? I lamenting the friends who no longer exist. Sie veräglichen seinen Klassenraum aus. Kann es sein, dass das gesamte Spiel jetzt so... Ja, ist das ein Klassenraum? Sicher, dass es nicht ein Cafeteria ist? Oh ja, Cafeteria. Macht Sinn, wenn du das Essen so anguckst. So sieht das bei manchen echt so aus. Ja, das wäre echt lustig, wenn du jetzt sagen würdest, tja, das Essen hat sich nicht verändert. Ja. Die Frage ist jetzt, wird das ganze Spiel so bleiben, wie es gerade ist? So vom Text her? Oder ändert sich das vielleicht noch in ganz normalen Dialogfelder, so wie immer? Naja, also ich kann ja schon mal so viel sagen, dass die titelgebende Saya auch vorkommt, die du dann ja sprechen wirst, und da entsteht dann natürlich auch ein Dialog. Und das bedeutet, dass es dann normale Textfelder sind, oder was? Ja, glaube schon. Okay. Naja, in 3 months I cried myself dry and now there is only a loathing left in me, surrounded by flashy creatures that I can only assume are Koji, Umi and Yo. Wie heißt der Typ jetzt? Welcher denn? Den wir spielen. Ich hab's mal vergessen. Ich glaube, wir haben auch noch gar keinen Namen erfahren, oder? Meinst du? Meine ich. Möglich. I spend each day trying to act like... Doch, das ist ein Like. Das L und das I sind so weit auseinander, weißt du? Ist ein bisschen irritierend, aber egal. Like I always have. If I fail at this, I'll probably be sent back to the hospital. But this time, I'll be locked in away forever. No matter what, I mustn't let that happen. Hey, it's not like physical activity could affect your injuries, right? どうだろうな? Ich glaube, das ist auch wieder die I'm not sure. I asked the doctor during my checkup. I'm at my limit. I can't look at them or listen to... Kannst du noch mal ganz kurz in die Soundoption gehen? Kann ich machen. Kann ich den Pfeifen, ne? Ja. Ja. Bin ich ganz sicher? Achso, okay. Gut, da kannst du jetzt mal... Ich habe jetzt gedacht, das ist so wie bei... den anderen Sachen, wenn du nach rechts schiebst, geht irgendwie die Sache runter. Weil man halt eben auch keine Stimme von dem Typen gehört, der geredet hat, weil vorher hat man das Wort gehabt. Naja, wie gesagt, also wie bereits in unserem vorherigen Gespräch gesagt, das habt ihr natürlich nicht mitgekriegt. Ich denke mal, dass nicht alles vertont ist und das hören wir ja auch im Prinzip nicht. Na gut, dann. Da werden immer nur bestimmte Sachen vertont sein. Also, I'm at my limit. I can't look at them or listen to their terrible voices any longer. Losing my patience, I jump to my feet. Das kannst du ja mal vorlesen. Hey, Fuminori! A spray of stringy slime from the cilia wriggling around.